Liebe Android-Nexis, willkommen auf der IFA. Wir sind hier in der Samsung-Halle, Halle 20, eine der beeindruckendsten und größten Hallen auf der IFA. Und wir haben jetzt hier gleich das gerade eben auf dem Unpacked-Event announced Galaxy Tab 7.7 in der Hand. Das ist vom ersten Gefühl sehr, sehr leicht, sehr, sehr schlank, sehr handlich. Fantastisches Display, ist ja ein Super AMOLED-Display, auch das erste Super AMOLED-Display in dieser Größenordnung. Gab es ja in letzter Zeit Gerüchte, dass Samsung da was plant, das ist das Ergebnis. Wir haben hier drauf laufen aktuell, das müsste Honeycomb 3.2 sein, wenn ich jetzt nicht irre. Gehen wir mal hier auf die, das ist alles auf Englisch, steht auch drauf, das Gerät gibt es aktuell noch nicht in Deutschland zum Verkauf. Android 3.2, genau, Honeycomb 3.2, also die neueste Instanz des Tablet OS. Wie gesagt, hier hinten steht's, subject to change, kein Verkauf in Deutschland. Also das ist für Deutschland so noch nicht final, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass sich groß was ändert. Aber Stichwort Design, hier hinten, das ist, ich kann das jetzt nicht sagen, ob das wirklich Alu ist oder Plastik. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus, relativ edel. Also diesen Vorwurf, den man Samsung zuletzt immer gemacht hatte, dass die Smartphones und Tablets ein bisschen billig wirken, ist bei dem jetzt nicht mehr so gegeben. Wir haben hier eine rückseitige Kamera, Kopfhörer, 3,5 mm Anschluss, Powerknopf, laut-leise Wippe. Hier unten zwei Lautsprecher. Hier ist noch der Slot für, und das ist neu, für eine Micro-SD, sehr löblich. Also man kann den Speicher jetzt einfach auch mit eigenen Micro-SD-Karten erweitern. Einen SIM-Karten-Slot sehe ich jetzt allerdings nicht an dem Gerät. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das ein Wi-Fi-Only-Gerät ist. Darüber wurde auch eigentlich gar nichts gesagt auf dem Unpacked-Event. Also kann sein, dass dann eine SIM-Karte irgendwo rein kann. Im Moment sehe ich keine Möglichkeit. Zu den technischen Randdaten, hier steht es auch, dass Galaxy Tab 7.7 ist tatsächlich ganz schlank, 7,9 mm nur, also extrem dünn und wiegt läppische 335 Gramm. Also man kann das wirklich ohne Probleme wahrscheinlich stundenlang in einer Hand halten. Ein Taschenbuch ist deutlich schwerer als das. Es hat einen 1,4 GHz Dual-Core-Prozessor, also sollte auch sehr, sehr schnell sein. Also das, der Seitenwechsel geht ziemlich flüssig von der Hand. Ansonsten, was die Optik, was die Oberfläche angeht, das ist alt hergebracht, da ist nichts Neues. Hier ist offensichtlich TouchWiz 4 drauf mit den Quick-Apps, die wir schon vom Galaxy Tab 10.1, ich mach's nochmal auf, vom 10.1 kennen. Selbe Oberfläche. Mal gucken, wie das hier so ist. Beim Galaxy Tab gab es da ja ein bisschen Performance-Probleme. Hier sieht das eigentlich ganz gut aus. Also die Quick-Apps, die sich dann quasi über die Standardoberfläche drüber legen und somit echtes Multitasking ermöglichen. Ja, also macht einen guten Eindruck. Über Preis und Verkaufsstart in Deutschland haben wir jetzt bislang noch keine Infos. Jetzt haben wir hier unten. Ja gut, das sind die üblichen Benachrichtigungen. Also sehr, sehr schickes Gerät. Wir sind gespannt, wann das kommt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt erstmal recht angetan. Bin aber noch heißer auf das Galaxy Note, das auch noch gerade vorgestellt wurde. Das ist nämlich so ein Zwitter zwischen Smartphone und Tablet. Nur 5,3 Zoll großes Display, volle Telefoniefunktion. Und das gehen wir jetzt da drüben mal suchen und schauen uns das als nächstes an. Bis gleich.